Tauche ein in die wunderbare Welt der Meerwasser-Aquaristik. Willkommen bei der Meerwasser-Aquarium-Podcast.de. Erfahre aus erster Hand, auf was es beim erfolgreichen Betrieb deines Meerwasser-Aquariums ankommt. Geschäftsführer Markus Mahl hat mit seiner Firma Aquarium West hunderte Meerwasser-Aquarien in ganz Europa geplant und gebaut. Über 2000 professionelle Aquarienwartungen pro Jahr sprechen für sich. Lehn dich zurück und profitiere von Expertenwissen aus erster Hand. Der Meerwasser-Aquarium-Podcast.de. Von und mit Markus Mahl. Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich, dich zur zweiten Folge des Meerwasser-Aquarium-Podcasts begrüßen zu dürfen. In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit dem ersten Teil der Frage, was du vor dem Kauf eines Meerwasser-Aquariums unbedingt beachten solltest. Bevor du dir ein Meerwasser-Aquarium kaufst, solltest du dir ein paar entscheidende Fragen stellen, damit du auch am Ende das Aquarium deiner Träume erhältst. Wenn du diese wichtigen Fragen außer Acht lässt, kann es sein, dass die Pflege deines Meerwasser-Aquariums deutlich anstrengender als nötig wird und du dadurch schnell die Lust verlierst. Manche der genannten Punkte helfen dir auch, finanzielle Schäden zu vermeiden und von Anfang an optimal durchzustarten. Aus diesem Grund habe ich dir in den nachfolgenden Abschnitten die wichtigsten Punkte zusammengestellt, die du vor einer Kaufentscheidung unbedingt überprüfen solltest. Steigen wir ein mit dem ersten Punkt. Was ist wirklich die richtige Aquariengröße für dich? Grundsätzlich gilt, je größer das Volumen eines Aquariums, umso einfacher ist es, ein stabiles biologisches Gleichgewicht zu erschaffen und zu erhalten. Auch für die optische Gestaltung ist die Aquariengröße ein entscheidender Punkt. Hierbei gilt, je größer die Grundfläche, umso eindrucksvollere Riffaufbauten können geschaffen werden. Besonders eine ausreichende Aquarienbreite verleiht dem Becken eine attraktive Tiefenwirkung und lässt somit die Gestaltung von naturgetreuen Riffformationen zu. Die Faustregel hierfür lautet, je breiter dein Aquarium ist, umso schönere Rifflandschaften kannst du gestalten. Jedoch ist auch die Höhe des Aquariums ein maßgeblicher Faktor. Hier gilt, je höher ein Aquarium, umso aufwendiger wird die spätere Aquarienpflege, da du eventuell nicht mehr jeden Punkt im Aquarium bequem mit der Hand erreichen kannst. In solchen Fällen musst du dann von der Leiter aus häufig mit Korallengreifern oder Verlängerungen arbeiten. Bei Aquarien, die deutlich höher als breit sind, kommt hinzu, dass es schwieriger ist, ein reizvolles und naturgetreues Riff zu gestalten. Häufig lassen sich lebende Steine nicht lose auf die gesamte Aquarienhöhe stabil aufbauen, sondern musst sie dann mit Korallenzement verkleben. Eine Alternative für solche Aquarien ist die Verwendung von selbstgebauten Riffsäulen oder fertigen Riffkeramiksäulen. Bei schmalen Meerwasser-Aquarien mit einer großen Höhe kann es sinnvoll sein, diese gezielt mit der Dekoration wie zum Beispiel Riffsäulen zu betonen. Dass du nun für dich die richtige Aquariengröße findest, kann ich dir folgenden Tipp geben. Beim Aquarienbau sollten die Aquarienmaße so groß wie möglich festgelegt werden, jedoch so, dass das Aquarium den Raum optisch nicht erdrückt. Ein perfektes Aquarium integriert sich vollständig in den Raum. Damit du ein Gefühl für die Aquariengröße bekommst, hilft es, wenn du dir eine Schablone aus Karton in den geplanten Aquarienmaßen zurechtschneidest und diese für ein paar Tage an den angedachten Standort legst. Bevor wir nun zu den verschiedenen Aquarienformen kommen, möchte ich noch kurz mit dir über ein wichtiges Thema, und zwar über die Glasstärke von Aquarien sprechen. Grundsätzlich solltest du darauf achten, dass das Aquarium nach der DIN 32622 gefertigt ist. Diese DIN-Norm gibt unter anderem für Aquarien für 2 Meter x 60 x 60 cm an, in welcher Glasstärke die Aquarienscheiben ausgeführt werden müssen. Oft kommt es vor, dass die Glasstärke der Aquarienscheiben nicht nach der DIN-Norm ausgeführt werden, um hier Geld zu sparen. Ich kann dir nur raten, dass du nur ein Aquarium kaufst, das nach der DIN-Norm gebaut worden ist, da dieses deutlich sicherer und langlebiger ist. Die paar Euro, die du hier vielleicht sparst, stehen in keinem Verhältnis zu den Kosten, die im Falle eines geplatzten Aquariums ein Wasserschaden verursacht. Hier laufen schnell Kosten in 5- bis 6-stelliger Höhe auf. Nachdem du die Aquariengröße festgelegt hast, solltest du dich noch entscheiden,
welche Aquarienform für dich die richtige ist. Wie bei der Aquariengröße ist auch bei der Aquariumform ausschlaggebend, dass sie sich perfekt in den Raum integriert. Lass uns kurz gemeinsam anschauen, welche Aquarienformen im Handel angeboten werden. Das Rechteck-Aquarium gehört zu den meistverkauftesten Aquarien. Der Handel hält hier eine große Anzahl von Standardgrößen bereit. Für den Fall, dass die angebotenen Standardbecken jedoch nicht zu deiner räumlichen Gegebenheit passen, kannst du es in den gewünschten Maßen anfertigen lassen. Die maximale Länge von Standardscheiben liegt bei 6 Meter, so dass Aquarien bis zu einer Länge von 5,95 Meter aus einer Scheibe gefertigt werden können. Eine weitere Form ist das Panorama-Aquarium. Bei einem Panorama-Aquarium handelt es sich um ein Rechteck-Aquarium, bei dem die Seitenscheibe 45 Grad zur Frontscheibe abgeschrägt sind. Gelegentlich wird auch nur eine Ecke mit 45 Grad abgeschrägt. Panorama-Aquarien eignen sich besonders dann, wenn das Aquarium in der Nähe einer Türe steht und die Laufwege nicht eingeschränkt werden sollen. Panorama-Aquarien werden auch mit einer gebogenen Frontscheibe angeboten. Dadurch erreicht man eine größere optische Tiefe, die sich bei der Aquarieneinrichtung als vorteilhaft erweisen kann. Auch hier bietet der Handel eine Auswahl von Standardgrößen für dich bereit. Abweichende Sonderanfertigungen sind hier sehr kostenintensiv, da hierfür die Frontscheiben extra gebogen werden müssen. Der Nachteil von diesen gebogenen Frontscheiben ist jedoch, dass bei der Reinigung das Algenmagnet nicht flächig auf der Scheibe aufliegt und somit ein höherer Putzaufwand entsteht. Hinzu kommt, dass es ab einem bestimmten Biegeradius zu optischen Verzerrungen kommen kann und die Tiere dadurch nicht mehr natürlich im Aquarium wirken. Eine weitere Aquarienform ist das Delta-Aquarium. Bei einem Delta-Aquarium handelt es sich um sogenannte Dreiecks-Aquarien. Die beiden Schenkel des Dreiecks können gleich oder verschieden lang sein. Aufgrund der Bauart ergibt sich beim Dreiecks-Aquarium eine besonders schöne Tiefenwirkung. Der Handel bietet auch hier eine große Auswahl von Standardgrößen an. Abweichende Größen können als Sonderanfertigung hergestellt werden. Wie bei Panorama-Aquarien werden auch hier Delta-Aquarien mit gebogener Frontscheibe angeboten. Kommen wir nun zur Verklebung von Aquarien. Für die Verklebung der Aquarien steht schwarzes oder transparentes Silikon zur Verfügung. Der Vorteil von transparentem Silikon ist, dass die Silikonnähte unauffälliger gegenüber einer schwarzen Verklebung sind. Der große Nachteil von transparentem Silikon ist, dass es leichter von Algen unterwandert wird und dadurch die Langlebigkeit des Aquariums eingeschränkt wird. Hinzu kommt, dass transparentes Silikon sich teilweise beim Einsatz von Zierfischmedikamenten blau verfärben kann. Ich würde dir immer zu einem Aquarium raten, das mit schwarzem Silikon verklebt ist. Ein weiterer wichtiger Punkt im Aquarienbau ist das hierbei verwendete Glas. Im Aquarienbau wird meistens Flowglas verwendet. Flowglas verfügt aufgrund seines Herstellungsprozesses über einen leichten Grünstich, der je nach Glasstärke die Farbbrillanz der Korallen und Fische beeinträchtigen kann. Um dies zu vermeiden, hast du die Möglichkeit, dass du die Sichtscheiben deines Aquariums in Diamantglas, bekannt auch als Opti-White, bauen lässt. Diamantglas hat keinen Grünstich und bringt die vollen Farben der Aquarienbewohner zur Geltung. Der Nachteil ist, dass Diamantglas gegenüber Flowglas einen Aufpreis von 30-40% hat. Deshalb ist es sinnvoll, nur die Sichtscheiben in Diamantglas herzustellen. Eine weitere Möglichkeit für den Bau von Aquarien ist die Verwendung von Acryl. Ein großer Vorteil hierbei ist, dass Acrylaquarien gegenüber konventionellen Glasbecken ein deutlich geringeres Eigengewicht haben und vor allem eine deutlich höhere Farbbrillanz von bunten Korallen und Fischen aufweisen. Außerdem können mit Acryl viele organische Formen gebaut werden, die mit Glas nicht umgesetzt werden können. Acrylbecken haben jedoch auch Nachteile, da die Scheiben im Vergleich zu Glasaquarien sehr kratzanfällig sind und die Anschaffungskosten relativ hoch sind. Lass uns jetzt gemeinsam anschauen, was du bei der Auswahl des späteren Aquarienstandortes berücksichtigen solltest. Die Wahl des richtigen Standorts ist eine der wichtigsten Entscheidungen, die du vor dem Kauf treffen solltest.
Damit du den meisten Spaß mit deinem Aquarium hast, sollte es idealerweise in einem Raum aufgestellt werden, in dem du dich häufig aufhältst. Aquarien, die im Flur oder in Kellerräumen aufgestellt werden, werden erfahrungsgemäß nach dem Abklingen der ersten Euphorie häufig vernachlässigt, da sie außerhalb des optimalen Blickfeldes liegen und bekommen nicht mehr die erforderliche Aufmerksamkeit. Der zweite wichtige Punkt, den du berücksichtigen solltest, ist, dass das Aquarium keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist, um spätere Algenprobleme zu vermeiden. Auch sollte das Aquarium nicht in der unmittelbaren Nähe eines Heizkörpers montiert werden, da die Abwärme sonst die Wassertemperatur unnötig erhöht und schlechtestenfalls sogar dadurch wieder gekühlt werden muss. Das kostet dich nicht nur zusätzlichen Strom, sondern ist auch immer mit einer gewissen Geräuschentwicklung verbunden. Ein weiterer wichtiger Punkt, damit dir die spätere Pflege leicht von der Hand geht und Spaß macht, ist, dass du im Bereich vor und idealerweise auch neben dem Aquarium ausreichend Platz und Bewegungsfreiheit zur Verfügung hast. Das bedeutet, dass du zum Beispiel nicht erst die Couch entfernen musst, um an das Aquarium zu gelangen und dass du auch alle Türen des Aquariumunterschranks komplett öffnen kannst. Wenn sich die Türen nur teilweise öffnen lassen oder die Bewegungsfreiheit vor dem Aquarium eingeschränkt ist, macht es die Pflege deines Meerwasseraquariums unnötig aufwendig und beginnt ziemlich schnell zu nerven. Außerdem solltest du schauen, dass in unmittelbarer Nähe von deinem Aquarium freie Steckdosen sind, in die du später das Aquarium einstecken kannst. Ideal ist es, wenn du für dein Aquarium zwei gesondert abgesicherte Stromkreise zur Verfügung hast. Das hat den Vorteil, wenn mal eine Sicherung rausfliegt, dass das Aquarium immer noch über die zweite Sicherung mit Strom versorgt wird und dadurch deine Tiere überleben. Ein sehr wichtiger und weiterer Punkt bei der Auswahl des Standortes ist die Tragfähigkeit der Decke. Deshalb ist es ratsam, das Gesamtgewicht des geplanten Aquariums vorab zu berechnen und zu überprüfen, ob die maximale Deckenbelastung ausreichend ist. Zur Berechnung des Gesamtgewichtes eines befüllten Aquariums kannst du als groben Richtwert das Aquariumvolumen mit Faktor 1,5 multiplizieren. Machen wir es an einem Beispiel fest. Im ersten Schritt berechnest du das Volumen des Aquariums, indem du Länge mal Breite mal Höhe des Aquariums rechnest und das Ergebnis durch 1000 teilst. Nehmen wir mal an, das Aquarium ist 1,50 Meter lang, 60 cm breit, 60 cm hoch. Du rechnest also 150 mal 60 mal 60 geteilt durch 1000. Dies ergibt ein Volumen von 540 Litern. Im zweiten Schritt berechnest du das etwaige Gesamtgewicht des befüllten Aquariums, indem du, wie bereits erwähnt, das Volumen mit 1,5 multiplizierst. Um bei unserem Beispiel zu bleiben, nehmen wir das Volumen von 540 Litern mal 1,5. Dies ergibt ein Gesamtgewicht von ca. 810 Kilo. Ob das Gesamtgewicht nun die zulässige Deckenbelastung überschreitet, kann durch einen Abgleich mit der in den Bauplänen angegebenen Nutzlast pro Quadratmeter überprüft werden. Wenn du dir unsicher bist oder bei größeren Aquarien, solltest du auf jeden Fall einen Statiker zu Rate ziehen. In Fällen, in denen das Gesamtgewicht die maximale Belastbarkeit des Estrichs oder der Fußbodenheizung überschreitet, besteht die Möglichkeit, dass du den Aquarienunterbau direkt auf den Rohbeton stellst. Das bedeutet, dass der Estrich und die Fußbodenheizung im Bereich des Aquariums komplett ausgespart wird. Wenn dies nicht mehr möglich ist, kann der Estrich auch punktuell im Bereich der einzelnen Steher des Aquarienunterbaus entfernt werden. Ist in solchen Fällen eine Bodenheizung vorhanden, kann deren Verlauf vorab sorgfältig mit einer Wärmebildkamera geklärt werden, damit die Heizschlaufen bei der Entfernung des Estrichs nicht entfernt werden. Lass uns nun zum Schluss nochmals die wichtigsten Punkte kurz zusammenfassen. Kaufe nur ein Aquarium, das nach der DIN 32622 gebaut ist. Grundsätzlich gilt, je größer das Volumen eines Aquariums, umso einfacher ist es, ein stabiles biologisches Gleichgewicht zu erschaffen und zu erhalten. Idealerweise stellst du das Aquarium in einem Raum auf, in dem du dich häufig befindest. Der Standort soll keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt sein, um spätere Algenprobleme zu vermeiden.
Auch sollte ein Aquarium nicht in der unmittelbaren Nähe eines Heizkörpers montiert werden, da die Wassertemperatur dadurch unnötig erhöht wird. Achte darauf, dass du im Bereich vor und idealerweise auch neben dem Aquarium ausreichend Platz und Bewegungsfreiheit zur Verfügung hast und sich alle Türen des Aquarienunterschranks komplett öffnen lassen. Berechne das Volumen des Aquariums, indem du Länge mal Breite mal Höhe des Aquariums rechnest, das Ergebnis durch 1000 teilst und im Anschluss mit 1,5 multiplizierst. So erhältst du in etwa das Gesamtgewicht des befüllten Aquariums. Vergleiche das errechnete Gesamtgewicht mit dem in den Bauplänen angegebenen Nutzlasten pro Quadratmeter. Bei Unsicherheiten oder größeren Aquarien solltest du auf jeden Fall einen Statiker zur Rate ziehen. In Fällen, in denen das Gesamtgewicht die maximale Belastung des Estrichs oder der Fußbodenheizung überschreitet, besteht die Möglichkeit, dass du den Aquarienunterbau direkt auf den Rohbeton stellst. Auch für die optische Gestaltung ist die Aquariengröße ein entscheidender Faktor. Hierbei gilt, je größer die Grundfläche, umso eindrucksvollere Riffaufbauten können geschaffen werden. Besonders eine ausreichende Aquarienbreite verleiht dem Becken eine attraktive Tiefenwirkung und lässt die Gestaltung von naturgetreuen Riffformationen zu. So, das war's für heute. In der nächsten Folge des Meerwasser-Aquarium-Podcasts beschäftigen wir uns mit dem richtigen Aquarienunterbau. Ich danke dir, dass du bis zum Schluss dabei geblieben bist. Wenn du Fragen oder Themenwünsche hast, kannst du diese gerne in die Kommentare bei iTunes schreiben und ich versuche in den folgenden Episoden darauf einzugehen. Nun wünsche ich dir viel Spaß mit deinem Meerwasser-Aquarium. Dein Markus Moll. Das war's für heute beim Meerwasser-Aquarium-Podcast.de. Wenn es dir gefallen hat, hinterlasse uns doch gleich eine positive Rezension bei iTunes. Und vergesse nicht, unsere Show gleich zu abonnieren. Dadurch können noch weitere Meerwasser-Aquarianer von diesem Podcast profitieren. Wir freuen uns auch über Fragen oder Themenwünsche. Schreibe sie einfach in die iTunes-Rezensionen oder schicke uns eine Mail an info@meerwasseraquariumpodcast.de. Bis zum nächsten Mal.